Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Ja, wir haben das letzte Mal uns ein GTR gegönnt, beziehungsweise ich hatte ihn schon am Anfang der letzten Folge, aber wir haben uns ihn ein bisschen aufgepimpt und ja, man könnte schon sagen, es ist ein bisschen eine Bastelbude. Auf jeden Fall, ein bisschen verbastelt ist er schon, aber er sieht auf jeden Fall auch mächtig aggressiv aus und ja, das ist das aktuelle Track. Bildfahrzeug von Tyler und damit wollen wir jetzt dem Diamond Block Club hier aufs Maul hauen. Allerdings hat das am Ende der letzten Folge nicht so wirklich geklappt, deswegen müssen wir das jetzt nochmal erneut versuchen. Aber jetzt sind die Neonröhren richtig am Start und dann geht es auch ab. Und dann würde ich sagen, jetzt schlagen wir die auch mal. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Verkehr, muss man sagen. Das hoffe ich mal, dass sich das jetzt ein bisschen legen wird. Ich habe mich allerdings auch nicht wirklich gut angestellt. Das muss man da auch natürlich dazu erwähnen. Aber das wird jetzt natürlich. Das kennen wir eigentlich schon, deswegen können wir es eigentlich überspringen. Deswegen überspringe ich es auch. Wer es sehen will, guckt einfach die letzte Folge nochmal an. Da konnte man das sehen. Du, was? Stirb. Diese Dialoge, Wahnsinn. Du, stirb. Willi können wir nicht. Willi können wir vergessen bei dem Fahrzeug. Danke, Allrad. So, jetzt aber. Schaffen wir das Ding. Nach dem Rennen zu mir, falls du überlebst. Okay, dann bis nach dem Rennen. Ah, dieser erste Schaltvorgang kriege ich einfach nicht hin. So, jetzt haben wir volles Nitro. Das gibt's nicht! Es ist... Geht genau schon wieder so los wie in der letzten Folge. Dieses dumme, abbiegende Fahrzeug. Nicht mehr dran denken. Ja, okay, Tyler, ich versuch's. So, jetzt aber mal endlich. Geschafft. Sieg. Aber wir brauchen noch zwei weitere Siege. Und die kriegen wir doch jetzt hoffentlich auch hin. Nutzt das Momentum. Ah, dieser erste Schaltpunkt. So, ich habe jetzt mal versucht, hier dran zu kommen. Ich setze mich jetzt mal direkt davor. Dann haben wir nämlich die quasi freie Spurwahl und können dem Verkehr etwas besser ausweichen. So, wunderbar. Jetzt noch einmal. Und heute läuft. Ja, heute läuft. Jetzt kriegen wir das hin. Letzte Folge war nur... ne? Der erste Durchgang war nur Erinnerung an die letzte Folge. Komm, einmal schalten noch. Und dann NOS rein. Und nochmal NOS. Wir müssen vorbeigehen. Friss meinen Staub. Wow! Der hat gerade geleckt. Habt ihr das gesehen? Wie fies. Der dumme Verkehr. Aber jetzt haben wir es geschafft. So schaut's nämlich aus. Yeah. So muss das. Steuergerät Stufe 16. Bauen wir ein, dann haben wir die 900 PS-Marke schon mal geknackt in unserem GTR. Sehr schön. Und die nächste Questreihe ist freigeschaltet. Quest-Mission, was auch immer. Hey Mann, könntest du nicht wenigstens versuchen, einen Ort mit weniger Verkehr zu finden? Man macht mir entweder platt oder eben nicht. Es gibt leichtere Wege, sich umzubringen. Oh, Tyler Morgan. Du hältst nicht lange durch. Mein Name ist Mitko Vasilje. Und du fährst erst wieder gegen den Diamond Block, wenn du dich in einer Time Trial beweist.
Tu es oder lass es. Ist mir egal. Ja, der Verkehr geht mir gerade auch auf den Sack. Tyler auch, so wie es scheint. Gut, Vasilev hat dich zu einer Time Trial herausgefordert. Ich biete seine Zielzeit und beweise ihm, dass du fähig bist, Diamond Block zu besiegen. Alles klar, das kriegen wir doch hin, hoffe ich. Auch wenn diese Dinger sich nicht so geil fahren, die Tracks da in den Kurven. Ich frage mich auch, warum er das überhaupt machen muss, aber naja, gut. Nur um mich und die Straße. Volle Konzentration. Probieren wir es nochmal aus. Machst mal hier ein bisschen Tempo rein. Und der Verkehr. Ey, das Fahrzeug halt echt nicht um die Kurven. Kürzen wir hier mal ein bisschen ab, warum auch nicht. Natürlich gleich der kurvigste Kurs hier gefunden. Muss ein bisschen mit der Handbremse jetzt versuchen, um die Ecken zu kommen. Komm, geh weg. Jetzt weiß ich auch, warum diese 250 km/h Geschwindigkeit hier so Herausforderungen sind. Wir fahren hier ja nur Kurven. Jetzt müssen wir auch noch Offroad fahren, alles klar. Nichts Besseres zu tun jetzt. Alles klar. Wir zerstören noch ein Schild dabei. Was ist denn das für eine Herausforderung jetzt mal? Ja, genau. Ja, und jetzt setzt er uns noch zurück. Aber was ist denn das für eine Herausforderung, bitte? Wir fahren Offroad, müssen Sprünge absolvieren, eine halbe Driftstrecke hier fahren. Im Trackstar, wohl bemerkt. Und dann noch der Verkehr. Und das Fahrzeug untersteuert. Das fuck. Egal. Wir schaffen das jetzt. Ohne Wenn und Aber. 250 km/h haben wir auch geschafft. Dich kicken wir weg, weil ich Bock drauf habe. Weil wir ja auch nur eine halbe Runner-Mission jetzt draus machen. Go, 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 go. Sind im Gegenverkehr hier. Zeit sieht ganz gut aus, glaube ich. Also ganz schön langer Kurs, ey. Wir haben immer noch über 4 Kilometer vor uns. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Müssen hier aufpassen. Ey, das ist... Tut mir echt leid, Leute, aber es ist auch echt nicht einfach, den auszuweichen mit so einem Track-Aufbau, weil das Ding einfach ja null um die Kurven geht. Und dementsprechend ist das Ausweichen halt auch nicht so geil. Das ist ein bisschen reaktionsträge alles. Ja. Oh Mann. Also ich muss sagen, das war auch schon... Im Let's Play, als wir das erste Mal Track hatten, die Track-Sachen gefallen mir tatsächlich am wenigsten, muss ich sagen. Irgendwie, ja, weiß nicht. Ist nicht so meine Lieblingsdisziplin, beziehungsweise ist eigentlich meine größte Hassdisziplin. Da fahre ich lieber Offroad und alles andere als Track. Finde das nicht so geil, muss ich sagen. Ausgezeichnet! So, Stufe 16 Kopf, alles klar, nehmen wir rein. Egal, Hauptsache wir haben es geschafft. Und dann gehen wir da einfach weiter im Fortschritt. Und wir müssen da hoch. Ihr müsst euch ja für total crazy halten. Aber ihr seid auch nur eine Streetliga in Silver Rock. Ihr seid nichts Besonderes. Ah, die Beleidigungen der Mittelschicht. Ja, wir fahren in Silver Rock. Aber wir sind nicht mal im selben Kassensystem wie das Straßenpack dieser Stadt. Dieses Straßenpack wird euch vernichten. Ihr werdet hier gegen mich verlieren und dann verlieren eure Freunde vom Haus im Outlaws Rush. Als würde mich dieses alberne Rennen auch nur im geringsten interessieren. Weiter so, Tyler Morgan. Okay.
Uiuiui. Ja, aber auf jeden Fall auch wieder so eine reiche Bande. Das war ja beim letzten Mal schon für diese reichen Kids da, wo da am Start waren mit ihren Tausenden von Followern, Millionen von Followern. Entschuldigung. Ja, egal. Weiter geht's. Die Racer von Diamond Block sind der Meinung, du hättest nicht den Mut für ihre riskanten Aktionen. Beweise, Vasayev. Ja, Handlangern das Gegenteil und meistere diese mehrteilige Herausforderung. Oh Gott, auch noch eine mehrteilige. Ja, dann gucken wir, dass wir es hinkriegen. Führe mindestens 2 Wheelies und Günther. Ja, können wir vergessen. Wheelies kriegen wir nicht hin mit dem Fahrzeug. Dank Allrad. Mehr Autos, mehr Kurven, mehr Hänge. Bleib dran. Oh, das ist zu viel Drehzahl. Ah, das war ein bisschen zu spät. Komm, geh weg. Wir müssen echt ein bisschen auf den Verkehr achten. Ganz schön langes Track Race jetzt hier. Das ist nicht mehr eine Viertelmeile. So viel ist klar. Aber wir sind trotzdem vorne. Und dann ist alles gut. Ja, der GTR geht oben raus ganz gut, muss ich sagen. Das haben wir in der letzten Folge schon gemerkt. Dass der oben raus ganz, ganz gut zieht nochmal. Und ich habe das Tuning auch ein bisschen mehr auf Topspeed ausgelegt. So, jetzt erstmal vorbeiziehen. Jetzt noch Verkehr achten wieder. Nicht, dass der uns wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Das hatten wir ja schon mal. Vor gar nicht so allzu langer Zeit. Aber ich glaube auch, das Gewinn war. Sehr schön. Yes. 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 Ein 15er Block. Nehmen wir mit. Reiche eine Wheelie-Dauer. Auch ablehnen. Ja, für die ganze Herausforderung ist, glaube ich, ein Heckantrieb von Vorteil. Ich weiß, wie gern du im Verkehr fährst, Tyler. Deshalb erwartet uns ein vierspuriger Highway. Oh, Jesus, nein, bitte nicht. So, jetzt erstmal sind wir noch nicht vierspurig. So. Der kommt wohl erst danach oder so. Boah, wie oft müssen wir den jetzt besiegen? Alles klar. Dann machen wir gleich mal direkt da weiter. Und dasselbe nochmal. So sieht's aus. So. Easy. So, am Schluss einfach alles auf einmal rausgezündet. Kann natürlich auch schief gehen, wegen dem Scheißverkehr. Einer noch. Mal zu früh geschaltet. Ja, dieser. Im ersten, im zweiten Gang, das ist ein bisschen das Problem gerade noch. Aufpassen hier. Boah, das war ein bisschen knapp jetzt. Aber hat trotzdem gereicht. Besser geht's einfach nicht. Yo. Ich hab's noch drauf. Ja, hoffe ich doch, dass du es noch drauf hast. So, wir nehmen die linke Karte und wir kriegen einen 15er Block. Haben wir schon, ne? Ja, genau. Dann tauschen wir den ein. Mm-hmm.
ein Crewmitglied erledigt. Ein Schritt näher am Outlaws Rush. Wieso sparst du uns nicht Zeit und gibst mir einfach einen Freifahrtschein? Tyler Morgan, ich verachte dich und deine kleinen Madenfreunde. Wenn ich könnte, würde ich euch auslöschen. Was hindert dich daran? Na los, Vasiljev. Komm doch einfach raus, wenn du so gefährlich bist. Oh, du willst Gefahr? Die kannst du haben. Triff dich in der östlichen Wüste mit uns. Da erwartet dich ein echtes Rennen. Da bin ich ja mal gespannt. Wir gehen jetzt aber erstmal noch zum Tuner, würde ich sagen. Da gerade einer in der Nähe irgendwo. Hier ist einer. Denn wir pimpen nochmal unser Fahrzeug ein bisschen auf. Ich will die 1000 PS knacken. Da dürften wir, glaube ich, kurz davor sogar sein. Wir haben aber hier groß gar keine neuen Teile, sehe ich gerade, die uns das Fahrzeug irgendwie besser machen. Doch, einen besseren Auspuff auf jeden Fall. Den nehmen wir mit. Sonst sieht es aber hier nicht gerade rosig nach neuen Teilen aus. Gibt es vielleicht, wann gibt es denn wieder die nächste Teilaktion in anderthalb Minuten? Ja gut, okay. Dann nicht. Hier hoch müssen wir. Bohren wir uns einfach mal hier hin. Und dann bin ich mal gespannt. Er hat gesagt, ein Rennen. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich ein Rennen fahren. Und da, oh je. Ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Ich habe es ja schon gesagt in der Folge. Ich mag die Track Cars zum Rennfahren nicht so. Aber ich versuche natürlich trotzdem das Beste draus zu machen. Oh, ja, weil die halt untersteuern ohne Ende und ich kann dem Verkehr aber nicht ausweichen. Schaukel dich doch nicht so auf. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen dürfen. Oh, das ist Offroad. Ich habe Offroad markiert, ich Depp. Ich muss ja zu gelb. Warum sagt ihr mir das nicht früher? Dann porten wir uns halt hier hin. Ja, das wäre, glaube ich, jetzt ein bisschen fail gewesen. Offroad-Rennen mit dem hier zu fahren. Eine Köderkiste machen wir jetzt, glaube ich, besser mal nicht mit dem hier. So, lass mal. Uiuiuiui. Sorry, keine Absicht. Start. Oh, jetzt habe ich es gar nicht vorgelesen. Egal. Vermeide 40 und lege ich Kontakt. Ja, das kriegen wir doch hoffentlich hin. Dieses Rennen wird am Ende ein wenig knifflig. Sieh dich vor. Oh je. Achso, das ist ein Rennen. Okay, dann wäre es mit dem kein Kontakt, glaube ich, schwierig. Es geht los. Alles klar. Dann gucken wir mal, wie wir hier zurechtkommen. Sauberes Rennen über 40 Sekunden. Verdammt. Natürlich bleibe ich wieder an so einem einzigen dummen Mast hängen. Das gibt's doch nicht, ey. Komm, komm, komm. Zieh, zieh, zieh. Jetzt hängen wir natürlich schon gut hinten dran. Natürlich kann man das auch nicht kaputt fahren. Nee, Tyler, das ist wirklich nicht dein Tag. Zumindest mal nicht dein Rennen. Ja, wow, jetzt hängen wir aber richtig hinten dran. Ob wir das überhaupt noch schaffen, ist die Frage. Zweimal jetzt hier böse hängen geblieben. Von fahren, so. Ein bisschen abkürzen sollte doch erlaubt sein hier, oder? Ich krieg euch noch alle. Ja, hoffe ich doch, dass wir die noch kriegen. Kilometer noch. Wir sind auf jeden Fall mal wieder dran. Jetzt aber keine Fehler mehr machen. So viel die Handbremse nutzen, um überhaupt um die Ecken zu kommen, ey. Wir fahren ja auch genug Rennen in den anderen Disziplinen. Warum müssen wir hier auch Rennen fahren? Verstehe ich nicht. Ja, natürlich, dieser dumme Verkehr, ey. Komm, wir sind dran. Jetzt kein Fehler mehr. Komm rum da jetzt.
Yo, Alter, alles gut. Wie kann man denn nur so schlecht sein? Ah, das frage ich mich auch gerade. So, komm. Komm da rum. Oh Gott. Nein, du bleibst jetzt hinten dran. Guck mal, Diplomat. Opel-Diplomat. Ich glaube nicht ganz, dass er ein Diplomat fährt. Und ich fuhr mal einer, deswegen heißt das so. Man weiß es nicht. So, Herausforderung haben wir nicht geschafft, das ist mir jetzt aber auch egal. Wir nehmen mal die goldene Mitte nochmal. Turbo, Beschleunigung, Stufe 18, das klingt schon mal nicht schlecht. Das bauen wir ein. Und da haben wir die 1000 PS, Leute. 1001 PS, so muss das sein. Und ich glaube, wir schalten das Finale frei. Nice. So muss das. Nein, nein, nein. Diese nutzlosen Versager. Tolle Aussicht, Vassiljev. Danke für die Tour. Klappe, Ratte. Deine lächerliche kleine Revolte hat jetzt ein Ende. Heißt das, ich kriege mein Rennen? Ja, genau das heißt es. Wir werden fahren. Ja, das will ich doch hoffen. Gut, jetzt tunen wir aber nochmal. Da vorne ist gerade ein Tuner sogar. Dann kommt, da können wir auch hinfahren. Und dann gehen wir das Ganze an. Und dann sind wir heute eigentlich auch relativ produktiv gewesen, nachdem wir das letzte Mal ein bisschen Zeit vergeudet haben, sagen wir mal. Aber dann haben wir innerhalb von zwei Folgen, das kann man dann schon mal sagen, hier das ganze Ding abgeschlossen. Und wenn es so weitergeht, dann sind wir ja auch bald schon beim Outlaws Rush wahrscheinlich. Offroad müssen wir noch machen. Aber sonst passt das ja alles schon mal ganz gut. Ja gut, dann hauen wir mal rein die Teile, die zumindest mal Sinn machen. Getriebe haben wir hier noch ganz gut. Der Kopf, da gibt es aber den Kopf, dann nehme ich lieber den hier. Das bringt, doch das bringt noch was. 16er No-Name-Block. So, 80 haben wir schon. Wunderbar, dann würde ich sagen, dann tauschen wir mal die Teile ein, die wir doppelt haben, beziehungsweise die wir nicht mehr brauchen, gegen die Tokens. Oh, da sind nämlich einige drin. Ja, wieder angesammelt haben. Wunderbar. Und dann sind wir doch gar nicht so schlecht da. 380er Stufe, 1079 PS, 1,87 Sekunden von 0 auf 100. Das kann man auf jeden Fall mal so stehen lassen. Und wir sagen, wir sind bereit für das Finale. Das ist hier vorne. Da fahren wir doch da mal einfach hin. Und bin ich mal gespannt. Dann heißt es jetzt gleich hier GTR gegen GTR. Bin mal gespannt, wer den besseren hat. Den stärkeren. Ja, eine Driftzone ganz bestimmt jetzt hier mit einem Trackfahrzeug, was nur über die Vorderachse schiebt. Oh Gott. Ja, aber ich glaube, wir werden ein GTR sicherlich nochmal, also ein R35 sicherlich nochmal sehen. Allerdings nicht als Track-Build, sondern auch als normal. Das ist wahrscheinlich nicht im Let's Play, aber dann in der Car-Build-Serie. Die wird ja dann auch dann starten, sobald das Let's Play hier durch ist. So, trifft so ein Ende. Und da haben wir es auch schon, Leute. Jetzt zählt's. Der gefährlichste Trick. Warte, ich lese vor. Der gefährlichste Track. Mitko Vassiljev ist endlich zu einem Duell gegen dich bereit. Er hat mit ziemlicher Sicherheit ein paar Tricks auf Lager, also sei auf der Hut. 380 mit empfohlen, 380 Hammer. Das könnte spannend werden. Was auch passiert, du wirst hier verlieren, Tyler, morgen. Du lagst jedes Mal falsch, Vassiljev. Und das wird sich auch nicht ändern. Okay, das war nicht so geil. So, wir ziehen erstmal hier vorbei. Sehr schön. Das läuft schon mal gar nicht so schlecht. Hehehe. Nice. Nächster Lauf. Einen haben wir schon mal auf der Habenseite. Fehlen noch zwei. Jeder hat mal Glück.
Ja, nur du nicht. Naja, dieser erste Mal schalten nach dem Start. Bin Erster. Nice. Läuft, würde ich sagen. Noch einmal. Wird da jemand gleich nervös? Na? Hat da jemand sein GTR nicht richtig getuned? Doch, ich glaube schon. Okay, das vielleicht hat er doch recht. Oder auch nicht. So sieht's aus, Tyler. Was im Knast? Oh nein. Das war irgendwie klar. Also doch ein Runner. Aber wir haben schon bewiesen, dass der GTR auch ein bisschen rammen kann. Uiuiuiui. Denke ich auch, dass ich das schaffe. Der Typ ist unglaublich, die Cops. Nach all dem Gerede, da hätte ich mindestens eine Privatarmee erwartet. Bestimmt. Komm, geh weg. Lebst du noch, Tyler? Ja, ich bin stinksauer. Jess, der Typ kommt auf meine Liste. Okay, dann hätten wir Nevada für den Verrat an dir, Vanille für den Verrat an dir und Mac, weil er dir damals dein Eis geklaut hat. Er hat dich verraten. Gut, er hat dich auch verraten. Das scheint dir öfter zu passieren. Bäm, hab's trotzdem geschafft. So sieht's nämlich aus. Ja, war jetzt ja nicht so wild. Da hat Chess ganz andere Verfolgungen. So, goldene Mitte nochmal zum Schluss. Bauen wir einen. Bäm. Und damit haben wir auch die Track-Serie abgeschlossen. Diamond Block und lalalala. Schaut euch das mal an. Ein Aventador und ein Huayra BC. Und ein Ford GT. Nice. Sehr nice. I like. Er geht nicht mal ans Telefon, Idiot. Wie ist das gelaufen? Naja, wir werden zwar in nächster Zeit nicht essen gehen, aber Vasiljev ist erledigt. Er steht nicht mehr zwischen uns und dem Rush. Das beunruhigt mich, Ty. Funkstille von so einem Kerl ist nie gut. Wenn du meinst. Ich bin einfach nur froh, dass diese Rennen vorbei sind. Eine Sache weniger zwischen uns und dem Rush. Ja, und er ist die letzte Hürde zwischen uns und dem Haus. Ha, das stimmt allerdings. Jo, dann haben wir noch eine Lieferung, habe ich gerade gesehen. Die nehmen wir natürlich auch mal noch mit. Zwei sogar. Dann, ja, natürlich. Wieso kriegen wir keine Flammen mehr? Das ist doch scheiße, ich will Flammen. Qualm. Ja, ich will keinen Qualm. Können wir gleich gegen Credits eintauschen, den Dreck. So, Jungs und Mädels, dann soll es gewesen sein für diese Folge. Wir haben die Track-Sache erledigt. Bleibt noch Offroad und da brauchen wir natürlich auch wieder ein neues Fahrzeug. Müssen wir mal gucken. Entweder bauen wir einen Frack auf als Offroader, was ich auch sehr geil finden würde. Oder aber wir kaufen uns einfach ein neues Fahrzeug. Da schauen wir einfach mal. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Nitro Speed Payback. Bis dann. Ciao.